Willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind hier reingegangen beim letzten Part und ahoi Landratten, ich bin doch just der alte Seebär, Captain Blauer, wir gehen zusammen mit Aluminium. Es geht ganz schön ans Eingang, blablabla. Ich glaube, ich habe mehr Kazuya hat viel mehr so Screentime mit ihrem Gesicht als Banjo, weil ich die ganze Zeit auf dem Stelzen bin, wenn ich mit irgendwem labere. In ein und zwei Dablonen waren. Lass mal hier gleich mit drin. Aber ich verkaufe euch meinen letzten Besitz für nur eine Dablone. Oh mein Gott, nur eine Dablone. Cool. Ja, gib her. Eine Dablone, das ist ein Schnäppchen. Ja. Ah, ich hab den einen. Okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr. Ah, guter Junge Benjo, wirf einen Blick in diese Kiste hier. Oh, er kann zaubern. Er ist Uri Geller. Uri Blubber. Blablabla, ich laufe in die Kiste, weil mir langweilig ist. Tschüss. Idiot. Ich springe auf dem in die Luft. Wieso? Der bei, wie heißt der schon wieder? Der bei, den davon gewonnen. Der möchte mal so Skull und dann springt er in die Luft und dann möchte er so Biam! Und hallo, was sagst du? Wenn die Legende sagt, dass der Goldfisch das Geheimnis des Unterwassersprints kennt. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Hier oben ist, glaube ich, noch ein Jinjo. Jinjo. Wie komme ich da hin? Ah, wie komme ich da hin? Vielleicht von hier? Nee. Okay, doch, da ist die Sprungplatte. So. Dann können wir diesen Jinjo holen gehen. Sehr schön. Jinjo! Oh mein Gott, das ist schon der vierte von den Grünen. Oh, komm, ich brauche diese Schuhe. Ja, und mit diesen Schuhen kann man über Wasser laufen, wie man schon bei der zweiten Welt gesehen hat. Oh mein Gott, das geht viel zu lange. Und jetzt können wir hier rüberlaufen. Ganz schnell. Und den schwarzen Jinjo holen. Oh, komm, Jinjo, ich hol dich noch. Oh, das sind noch Dublonen, oh mein Gott. Jinjo! Okay, wir haben dann Jinjo. Und jetzt können wir diese Dublonen einsammeln. Dublonen, Dublonen. Und ja, ihr seht es. Keine Anzeige mehr wegen Luft. Jetzt können wir hier runter. Runter hier. Hier gibt es was ganz Cooles. Die Eier sind hier voll sinnvoll. Kann ich die nicht einfrieren? Muss ich ins Auge? Aber ich glaube, ich muss gar nicht mit diesen Eiern drauf schießen. Oh, voll Ego-Shooter-mäßig. Ich kann auch mit dem normalen, glaube ich. Ja, genau. Ich will die Noten haben. Jo, Unterwasserspaß. Oh, komm, stirb, Auge. Oh, das sind Eier. Kann ich gut gebrauchen. Okay, was ist denn hier? Okay, da ist ein Kazooie-Kopf drauf, weil das können wir, glaube ich, dann nichts machen. Aber ich sollte die Karte rausholen, weil ich gerade nicht weiß, wo ich hin sollte. Okay, können wir mal wieder auf die Third-Person-Ansicht wechseln. Bin erstmal hier lang. Bin mir nicht sicher. Oh, das sieht voll komisch aus. Ich glaube, ich bin falsch gegangen. Ich sollte eigentlich den anderen Weg gehen. Denke ich. Nee, das sieht ganz gut aus. Schmugglerhöhle, oh mein Gott. Okay, ich glaube, ich weiß, wo ich jetzt bin. Ja, genau. Oh, ich bin falsch, ich muss zurück. Hier muss ich erst später mal hin. Und hier als Gesüe das aufmachen. Weil ich habe noch nicht einen Move gelernt, um sowas aufzumachen. Okay, war, wie komme ich da wieder rein? Ah, ich will da rein. Wo ist der Ausgang? Oh, Leute. Wie Zeit ge. Okay, da seht ihr die Cheater-Seite, aber kann ich auch noch. Oh mein Gott. Ich bin so dumm. Ich gehe wirklich in den Kreis rum. Na egal. Gehen wir hier raus. Schneller. Noch schon 4 Minuten. Nein, es reicht. Das ist eigentlich noch gar nicht so viel. Jo. Schneller. Lauf. Fahr. Schwimmen. Ah, oh mein Gott, ich bin voll schlecht. Dann gehen wir mal auf diese Seite runter. In die Schmugglerhöhle müssen wir noch nicht rein. Die habe ich eigentlich schon von einem anderen Teil aus geöffnet. Und hier brauchen wir die Eiseier. Eiseier, schneller, schwimmen. Damit uns dieses Teil hier nicht trifft, brauchen wir die Eiseier. Das ist schon der erste Nutzen dieser Eiseier. Sehr gut. Ich stelle euch vor, die hätten wir ja nicht. Das wäre voll schlimm. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Der hat Eier in sich. Voll unlogisch. Ich wollte eigentlich Eiseier haben. Okay, hier steht ein Code. Ja, SS.
E. E, Kreuz, Dreieck, E, E. Komisches Teil. Und dann so. Aber nochmal merken. Okay, das sollte. Hier sollten irgendwo draufstehen. Wie die. Okay, hier ist das E. Dann kommt das Dreieck. Wo ist es? Da. Dann zweimal E. Das sieht ja doch falsch aus wie ein E. Das sind sicher so griechische Buchstaben. Und dann kommt was? Oh, da ist noch ein Notenschlüssel. Den hole ich mir gerade. Ich habe noch genug Zeit. Nicht, dass da ein Tempolimit drauf wäre. Jetzt habe ich die beiden E gemacht. Nicht. Okay, jetzt kommt das komische Zeichen da. Und dann das Omega. Ich weiß, dass das ein Omega ist. Ich bin voll gut. Okay, das ist da, glaube ich, auf der anderen Seite. Nein, nee. Okay, da. Und dann Omega. Omega ist hier. Stirb, Omega. Voll das schwere Rätsel. Wo bin ich hin? Okay, jetzt öffnet sich das Teil hier. Aber erstmal wollen wir hier den Warp Point aktivieren. Der ist hier oben drauf. Hä? Okay, da ist er. Und diese Noten einsammeln. Okay, dann können wir da rein. Können wir da rein? Können wir da rein? Ich weiß es nicht. Können wir da rein? Ich glaube schon. Oh, mein Timer hat sich ausgeschaltet. Also ausgeschaltet, der Bildschirm ist schwarz. Oh, ich muss ihn schnell. Okay. 6 Minuten. Oh mein Gott. 6 Minuten. 36. Okay, Fischdom. Oh Mann, ich hasse diesen Part vom Spiel. Hallo du. Oh, hi. Ich heiße. Komischer Name. Ich hab's nicht sehen können. Ich musste gerade speichern. Eigentlich heiße ich Krossgebraten. Oh mein Gott, Krossgebraten. Was tust du hier braten? Der hat so die Engländerhuben. Wundervollen Zeichnungen, wenn sie fotografieren. Ja, dann mach doch. Warum bist du eigentlich eingesperrt? Das macht keinen Sinn. Verfressene Fische? Hm? Wie? Keine Harpune? Na, no, ich hatte genug Dablonen. Ich könnte ja dir ja welche leihen. Ich hab genug. Ah ja, warum nicht? Also gut, wenn du mir dann nach unten folgen könntest. Okay, jetzt haben wir. Jetzt brauchen wir die normalen Eier. Ja, komm. Ist es am klügsten, wenn man hier hinten ist. Ich hoffe, du bist so weit. Da kommen sie. Und schnell aktiviert. Diese Typen abschießen. Stirb. Wo ist er? Da ist einer. Ich weiß nicht, ob es direkt geht. Ich schwimme jetzt einfach rumherum und schieße alle ab, die ich sehe. Du bist hässlich, geh weg. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Ich hatte Angst vor diesem Spiel, weil ich dann nie gemischt habe. Ah, da ist einer. Nee, nee, nee. Nee! Oh, wie fies. Oh, oh, oh. Oh, nee. Komm, nochmal. Ja. Ja, ich mach's nochmal. Oh mein Gott, ich sehe schon so. Ich sehe schon kommen, dass ich hier ein bisschen schneiden muss. Okay, ich versuch's nochmal. Dieses Mal schaffe ich es. Ich sollte vielleicht. Okay, stirb. Mal die gleiche Taktik, aber ich glaube, diesmal werde ich es besser schaffen. Nee, nee, oh mein Gott. Ah, ich habe ja Homing an, genau. Ich könnte eigentlich. Ich muss gar nicht richtig drauf zielen. Ich habe nämlich Homing an, genau. Den Cheat, den ich legal geholt habe. Der sucht die Dinger und trifft sie. Also, jetzt könnt ihr auch den sehen mal. Ah, stirb. Ist eigentlich voll einfach. Hätte ich das gewusst. Okay, das schaffe ich. Komm. Ah, geschafft. Geschafft! Haha, ich glaube, das reicht. Okay, es hat gepasst in diesem Part. Cool.
Danke, den Homing. Ich fühle mich gerade irgendwie schlecht, dass ich das benutzt habe, aber ich habe es ja ehrlich geholt, also. Labert mich nicht voll. Ich habe alles im Kasten! Cool! Ja, gib mir das Teil los. Oh, Mann. Ey. Ich habe keine Nerven für sowas. Ja, ich lasse diese Bilder jetzt entwickeln. Tschüss! Ja, flieg. Flieg durch das Tor. Wer auch immer dich da bewegt. Okay. Oh, ein Putzlo! Putzlo 31. Das macht mir Spaß. Ja, Leute, ich glaube, ich treffe euch beim nächsten Mal bei Banjo-Tooie und dann betreten wir diese... Nee, Quatsch, nicht diese. Wo ist sie? Da, diese Tür. Diese. Da. Drüben. Gehen wir da rein. Also, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen. Tschüss.